Warum dienen die Elfen eigentlich der Zaubererwelt und den Zauberern, wenn sie so mächtig sind? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir darüber sprechen, warum Elfen, naja, als Hauselfen betrachtet werden, obwohl sie durchaus über mächtige und magische Fähigkeiten verfügen. Wie vielleicht bekannt ist, werden Elfen und das Konzept der Hauselfen in die Kammer des Schreckens eingeführt, als Harry Dobby begegnet, dem Hauselfen der Familie Malfoy und dem Bewohner von Malfoy Manor. Hauselfen werden durch diese Einführung als magische Wesen vorgestellt, die scheinbar im Besitz der Oberschicht der Zaubererwelt sind. Diese Elfen sind auf magische Weise dazu verpflichtet, ihren Herren zu dienen und arbeiten ohne Entlohnung für wohlhabende Zaubererfamilien. Ihre Aufgaben erstrecken sich von Reinigungsarbeiten über das Kochen bis hin zu Besorgungen von allen möglichen Dingen und das alles ohne Widerrede. Die einzige Möglichkeit, sich aus dieser magischen Knechtschaft zu befreien, besteht darin, dass ihr Herr ihnen ein Kleidungsstück schenkt. Das ist so ein Zeichen der Freiheit. Du bist jetzt frei. Das klingt zweifellos ziemlich bedauerlich. Daher war es kaum überraschend, als wir erfuhren, dass Dobby danach strebt, sich von der grausamen Malfoy-Familie zu befreien, die ihn misshandelt und seine Fähigkeiten sowie seine Intelligenz unterschätzt. Dies führt natürlich zwangsläufig dazu, dass Harry Dobby unterstützt, seine Freiheit zu erlangen, indem er Lucius Malfoy austrickst und ihn dazu bringt, dem Elf eine alte Socke zu schenken. Obwohl Dobby der erste Hauself ist, den wir kennenlernen, erfahren wir, dass er im Vergleich zu den meisten anderen Elfen, die wir im Verlauf der Saga kennenlernen, eine ziemliche Ausnahme darstellt. Von Dobbys Freundin Winky, die Harry bei der Quidditch-Weltmeisterschaft begegnet, als er sie mit Dobby verwechselt, bis hin zu Creature, dem unglücklichen Hauselfen der Familie Black, der nach dem Tod von Sirius Black zwangsläufig Harry überlassen wird, wird deutlich, dass die meisten Hauselfen tatsächlich ihre Versklavung zu genießen scheinen. Diese Erkenntnis ergibt sich durch die verschiedenen Elfen, die wir im Verlauf von Harry Potter kennenlernen. Tatsächlich verfällt Winky, nachdem sie aus dem Dienst entlassen wurde, in eine tiefe Depression. Zusätzlich bestraft sich jeder Elf selbst physisch, wenn er seinen Meister in irgendeiner Weise verrät. Im Feuerkelch, zumindest in der Romanfassung, lernen wir auch viele Elfen kennen, die alle in Hogwarts beschäftigt sind. Es ist zwar korrekt, dass einige dieser Elfen letztendlich für ihre Arbeit in der Schule entlohnt werden, jedoch waren viele von ihnen nicht bereit, eine Vergütung für ihre Dienste anzunehmen. Viele reagieren zudem beleidigt, als Hermine versucht, sie durch ihre Organisation SPEW, das steht für die Gesellschaft zur Förderung des Elfenwohls, aus ihren Positionen befreien möchte. Man könnte wohl argumentieren, dass die Selbstbestrafung und die Ablehnung von Entschädigungen Teil des Systems sind, das sicherstellt, dass ein Hauself jedem Befehl seines Meisters gehorcht und keine Gegenleistung verlangt. Ein gutes Beispiel hierfür ist Creature, der eine ausgeprägte Abneigung gegen muggelstämmige Hexen und Zauberer hegt. Er bestraft sich selbst, nachdem er Harry und seine Freunde beleidigt hat, einfach weil Harry sein Meister ist. Allerdings sehen wir auch, wie Dobby sich selbst bestraft, nachdem er negativ über die Malfoys gesprochen hat, nachdem er aus der Knechtschaft dieser Familie befreit wurde. Dies legt nahe, dass es eher ein starkes biologisches Merkmal extremer Loyalität ist, als eine Magie, die sie zu diesem Verhalten zwingt. Sprechen wir von der Magie. Du fragst dich vielleicht, was an der elfischen Magie so einzigartig ist, das Hauselfen so furchterregend macht, wie ich behaupte, oder? Nun, zunächst einmal unterscheidet sich die Magie der Elfen deutlich von der der Zauberer. Um sie anzuwenden, benötigen Elfen weder Zauberstäbe noch Beschwörungsformeln. Sie scheinen einfach die Fähigkeit zu haben, ihre Magie nach Belieben zu wirken, und diese ist oft fortschrittlicher als die der Zauberer, wie Harry an einer Stelle selbst anmerkt. Zum Beispiel können Elfen ihre Magie an Orten einsetzen, an denen Hexen und Zauberer es nicht können. Sie beherrschen das Apparieren von Ort zu Ort, sogar in Gebieten, die durch Magie stark geschützt sind, um solche Handlungen wie das Apparieren zu unterbinden. Hauselfen haben sich auch als geschickte Kämpfer erwiesen, wie ihre Rolle in der Schlacht von Hogwarts deutlich zeigt. Im Verlauf der Saga sehen wir, wie Hauselfen mehrere Zaubersprüche einsetzen, die Hexen und Zauberer nicht durchbrechen können. Insgesamt scheinen die magischen Fähigkeiten der Elfen und ihre Fertigkeit im Umgang damit den meisten Kräften in der Zaubererwelt überlegen zu sein. Bevor die Elfen als Hauselfen versklavt wurden, könnte die magische Begabung dieser Spezies die Zaubererwelt vielleicht sogar bedroht haben. Dies bildet eine bedeutende Motivation, die Macht der Elfen zu unterdrücken und zu ihrem eigenen Vorteil zu nutzen. Aber wie dem auch sei,
All dies gibt uns einen guten Einblick, warum die Veranlagung dieser Elfen ideal für die Knechtschaft zu sein scheint und warum Hexen und Zauberer diese Spezies versklaven könnten. Jedoch erklärt es nicht, wie es den Zauberern gelungen ist, die Herren über diese mächtige Spezies zu werden und auch zu bleiben. Nun, zufälligerweise habe ich ein paar Theorien gefunden. Die erste Theorie, die ich von Fans gehört habe, ist eine, von der ich selbst nicht sehr überzeugt bin. Einige Leute haben vorgeschlagen, dass Elfen eine Schöpfung der Zauberer sind, die mit Magie erschaffen wurden, mit dem ausdrücklichen Zweck, der magischen High Society zu dienen. Ich verwerfe diese Theorie ziemlich schnell aus ein paar ganz einfachen Gründen. Erstens tauchen Elfen in verschiedenen magischen Überlieferungen auf. Wenn J.K. Rowling ein magisches Wesen, erschaffen von Zauberern für die Zaubererwelt, gewollt hätte, glaube ich nicht, dass sie sich für eine Spezies entschieden hätte, die bereits in anderen Werken der Fantasie etabliert ist. Der zweite Grund ist, dass selbst wenn Elfen von Zauberern geschaffen worden wären, ich nicht glaube, dass sie einer Spezies mit einer derartigen Persönlichkeit Leben eingehaucht hätten. Das wäre ziemlich schlecht angekommen bei den Zuschauern. Wie kann es sein, dass ein Elf wie Dobby nach Freiheit strebt oder einer wie Creature so unglücklich ist? Nee, das macht alles keinen Sinn. Diese Theorie verwerfe ich ziemlich schnell. Die nächste Theorie halte ich jedoch für ziemlich plausibel. Diese berücksichtigt genetische Merkmale, Evolution und natürliche Selektion, auch wenn ich in diesem Fall nicht glaube, dass die Selektion so natürlich ablief. Vorstellen kannst du dir, dass Zauberer als die größere und vermutlich stärkere der beiden Arten vor Jahrhunderten die Elfen vor anderen bedrohlicheren magischen Kreaturen beschützten. Anfangs könnte es sich um eine eher informelle Vereinbarung gehalten haben, bei der die Zauberer den Elfen Schutz anboten und im Gegenzug halfen die Elfen im Haus mit. Vielleicht begann es ganz harmlos mit der Zubereitung von ein oder zwei Mahlzeiten oder dem Bettchenmachen zu Beginn des Tages. Mit der Zeit wurden die Elfen, die den Hexen und Zauberern bessere Dienste leisteten, bevorzugt behandelt. Die unabhängigeren Elfen wurden möglicherweise ausgeschlossen und unter Umständen sogar getötet, da sie nicht den Schutz der Zauberer genossen. Oder sie hatten einfach keine Gelegenheit, einen Gefährten zu finden. Ähnlich wie bei vielen anderen Spezies ist es nicht schwer vorstellbar, dass ein Elf mit einem Job für einen potenziellen Ehepartner begehrlicher war als einer ohne klare Perspektiven. Daher ist es durchaus möglich, dass die Zauberer die Evolution der Elfen weiter beeinflussten, indem sie die gehorsamsten und anpassungsfähigsten Elfen selektiv züchteten. Letztendlich scheint es in der Zaubererwelt und in den Zaubererhaushalten immer nur eine Elfe zu geben. Das wirft die Frage nach der Fortpflanzung auf. Wie kann sich diese Spezies eigentlich vermehren? Es sei denn, ihre Meister organisieren gezielt Gelegenheiten, um nachfolgende Generationen von Hauselfen selber zu schaffen. Dieser Gedanke ist ziemlich düster und im Interesse der Hauselfen hoffe ich, dass es nicht wahr ist. Aber im gewissen Sinne der Reproduktion ist das schon sinnvoll. Ich kann mir auch sonst leider nicht erklären, wie die Hauselfen ihre Blutlinie sonst weitergeführt haben könnten. Diese Theorie würde auch erklären, warum die Hauselfen trotz ihrer mächtigen Magie versklavt bleiben, weil sie darauf gezüchtet wurden, ihre Knechtschaft zu genießen. Eine Schwachstelle dieser Theorie ist jedoch, dass ein Hauself wie Dobby, der nicht gerne versklavt wurde, sich nicht aus der Knechtschaft befreien konnte. Obwohl er es nicht mochte, den Malfoys zu dienen und mächtig war, konnte er sich anscheinend nicht mit Hilfe seiner eigenen Magie befreien. Man könnte argumentieren, dass es gegen seine genetische Veranlagung wäre, seine Herren zu stürzen. Genauso wie es in Dobbys Natur lag, seinen Kopf gegen die Wand zu schlagen, nachdem er die Malfoys beleidigt hatte, obwohl er nicht mehr in ihrem Dienst stand. Für den Moment muss diese Erklärung wohl genügen. Eine letzte Theorie, auf die ich eingehen möchte, bevor wir das heutige Video beenden, basiert darauf, dass wir möglicherweise nicht die ganze Geschichte der Elfen in der Zaubererwelt kennen. Vielleicht gibt es neben den Hauselfen, die gerne der Zaubererwelt dienen, auch freie Elfen, die in der Wildnis leben und dort einfach ihr Leben führen, ohne versklavt zu werden. Immerhin sind sie eine unglaublich mächtige Spezies. Es ist also möglich, dass sie einfach frei leben und unbeeinflusst von der magischen und der Muggelgesellschaft existieren. Damit wären wir wieder bei der Idee, dass vor Jahrhunderten von Jahren Hexen und Zauberer den Elfen Schutz gewährt haben könnten. Wenn dies der Fall war, könnten es vielleicht nur die sanftmütigsten und ängstlichsten Elfen gewesen sein, die sich in ihrer Suche nach einer sicheren Existenz an die Zauberer wandten.
Während diese Gruppe von Elfen sich innerhalb der Grenzen ihrer Knechtschaft entwickelte, könnte sich eine wilde Gruppe von Elfen völlig anders entwickelt haben. Möglicherweise sind Elfen in der Wildnis widerspenstig und unabhängig, und ihre natürliche Selektion hat sich nach den Eigenschaften gerichtet, die sie am besten am Leben erhalten, wenn sie auf andere bedrohliche magische Kreaturen zum Beispiel treffen. Und das war's auch schon wieder mit diesem Video. Was haltet ihr davon? Stimmt ihr mit irgendeiner der Theorien überein oder habt ihr eure eigene? Schreibt es gerne in die Kommentare und lasst mich gerne eure Gedanken in den Kommentaren wissen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.